Yo, was geht ab? Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. So, ich bin jetzt hier bei der Meisterherausforderung. Ich dachte mir, dass wir das mit dem Raben doch mal versuchen. Und ja, mal sehen. Also es sollte eigentlich in den Part passen. Wir brauchen ja auch nur Bronze. Schauen wir mal. Und es sind, glaube ich, noch zwei Punkte offen, ne? Wo man auch noch diese Herausforderungen machen kann. Also des Wolfes ist halt mega schwer, weil ich dafür mit dem Bogen arbeiten muss und ich muss die einmal an den Schwachstellen treffen und Headshots verteilen, was mitunter ein bisschen blöd ist mit der Steuerung so, ne? Und auch mit der Maus macht es das nicht wirklich einfacher. So, wir müssen Luftattentate machen, unentdeckt bleiben, ei, und alle Wachen ausschalten. Wir haben aber eine Fernkampffähigkeit mit dem Elanbogen. Aber komm, für Bronze brauchen wir nur 300. Dann können wir wenigstens die Quest weitermachen in dem Part. Und das auf Gold zu bekommen, das wird dann... Oder kommen wir überhaupt hin? Werden wir sehen. Und das mit... Ja, Gold, das muss ich offscreen machen. Teilweise muss man sich extrem krass konzentrieren. Aber wir beginnen hier mit dem ersten Treppchen, also Bronze. Wobei, ich probiere es mal jetzt direkt so weit, wie es geht. Unentdeckt bleiben und so. Das braucht wahrscheinlich mehr Anläufe, um zu wissen, wie die Leute sich bewegen hier. Okay. Ja, gleich ins Gebüsch erstmal verschwinden. Und, ja, hat er mich entdeckt? Das ist jetzt zum Beispiel was. Ja, klar, hätte ich wissen müssen, dass er sich irgendwann mal umdreht. Meinen guten Bogen, den brauche ich ja gar nicht benutzen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob man da auch mit Schwimmen vielleicht, ja, durchgehen muss. Aber ich sag mal so, ich finde das im Wasser sowas von blöd, unentdeckt zu bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, oh, das könnte... Ja, er dreht die Kamera immer dann zu der Szene, was, boah, was natürlich mega Abfuck ist. Oh, hallo, bitte. Boah, was macht denn der jetzt? Keine Ahnung. Ah, warte mal, mache ich nicht. So, ich kann... nee, der ist noch da hinten. Da ist niemand. Okay, dann kann ich ja eigentlich weiter. So, jetzt ist natürlich blöd. Ach, der ist hinter einem Stein da. Das heißt, er sieht mich nicht, wenn ich dann da hochkletter. Ich könnte ihn mir auch jetzt holen, ne? Aber ich will die Luftattentate vollpacken. So, jetzt ist er natürlich aber hier vorne. Ah, ich kann ihn mir auch nochmal verstecken. Das ist geil.
Komm, dreh dich bloß. Ich finde es jetzt gefährlich. Oh, hätte mich fast gesehen, ne? Es wäre so geil, wenn man noch wüsste, wo die hier hingucken, ne? Das erkennt man nicht immer so gut. Ich finde das mega riskant. Oh, das geht. Sehr schön. Und hier bin ich gleich an der Deckung. Oh, da wird es kritisch da hinten. Also Silber? Ne, bis Silber brauche ich noch einiges an Punkten. Oh, da wird's schwer. Ich weiß nicht, wie viel Luftattentate ich noch machen muss. Aber unentdeckt bleiben muss ich so oder so. Halt mal angucken, wie die sich bewegen da. Okay, den kann ich dann holen und dann gleich nach hier hinten verschwinden. Aber mit... Nee, da unten kann ich mich auch drin verstecken. Müsste eigentlich jetzt schon loslaufen. Oh mein Gott. Geh bloß zurück. Was war das denn jetzt? Der war zu weit weg, ne? Wenn der vorne steht, guckt der andere aber nach unten. Nee, das... Ich sehe sein Schild. Also ich muss wirklich, wenn der hochgeht, übers Seil sprinten. Oh, jetzt sind die ganz oben. Jetzt muss ich warten, bis sie wieder runterkommen. Genau, jetzt. Jetzt müsste der sich umdrehen. Nee. Irgendwas hat er gesehen. Aber wieso nicht? Das heißt aber, bei dem habe ich jetzt leichtes Spiel, oder? Ich glaube aber, der kommt nicht so weit runter, dass ich den erwische von da oben. Ich sehe gerade, da ist noch ein Balken, wo ich drüber springen kann hier. Immer sehr riskant. Nee, dann sieht er mich ja. Okay, ich glaube, er sieht mich. Nein. Oh. Ui, das war aber knapp. Och, der kann da nicht klettern. Ich warte einfach, bis er wieder zurückgeht und dann...
unentdeckt bleiben? Okay. Luftattentate haben mir echt noch gefehlt. Aber es waren doch alle aus der Luft. Wir gehen erstmal raus, damit er das speichert. Ich weiß nicht, ob das von vorne beginnen dann gelöscht ist. Das ist schon ein guter Zwischenschnitt hier. Aber das ist seltsam. Ich habe jetzt den letzten als einzigen nicht. Und vielleicht war das schon das Problem. So, auf jeden Fall Silber ist schon mal ein guter Schnitt. Das kann ich, wie gesagt, offscreen machen und ich reiche das euch nach. Ich sollte zu Hildiran zurückkehren. Genau, das wollte ich nämlich machen. Zurück zu Hildiran. Nach Ereftatorp. Ihr Vorweg, hätte ich fast gesagt. Weil das hat mich jetzt so ein bisschen gebremst. Ich muss auch noch die Flussraubzüge abschließen. Da habe ich noch nicht alle Teile gefunden. Einige schon. Ach, und was ich euch unbedingt zeigen muss. Ganz wichtig. Seht ihr das da? Gräber der Gefallenen. Das habe ich folgendermaßen rausgefunden. Und zwar, da müssen wir wieder mal Ubisoft Connect. Und zwar Herausforderungen. Die habe ich nämlich mal durchgesehen, um zu schauen, was mir da noch fehlt. Ne? Ich bin das nochmal in Ruhe durchgegangen nach dem letzten Part, wo wir das uns schon angesehen hatten. Nochmal alles genau abgecheckt. Führe den Schwertfisch. Den müssen wir wohl irgendwie angeln und dann ausrüsten. Ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Kann ich gleich mal nachschauen. Alles abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt... Die Hauptgeschichte, okay. Und das ist die Erweiterung. Ich glaube, das alles hier unten sind Erweiterungen, aber ich habe dazwischen was gefunden. Erweiterung, 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 Erweiterung. Ich werde mir die bestimmt holen, aber dann nicht mehr Let's Playen. So, die Prüfung der Götter, da sind wir gerade dran. Alles Erweiterung. Ja, ich habe das halt abgeschlossen. Kann man die sortieren, was zuletzt wurde, abgeschlossen wurde oder so? Auf jeden Fall habe ich da diese Heiligtümer, diese Gräber, irgendwas davon gelesen und da musste ich echt nochmal so ein bisschen auf die Suche gehen. Ja, ist auch egal. Ich habe das gefunden, weil es hier noch offen war. Finde es jetzt aber gerade nicht. Macht auch nichts. So, und dann war ich hier drin. Das ist halt hier ein... Ich habe da, glaube ich, auch ein Bild gemacht. Finde ich... Wieso zeigt es nicht an? Ach, da sieht man das Bild, was ich drin gemacht habe. Und da sieht man jetzt rechts East Angla noch so einen Punkt, der leuchtet. Dann oben im Norden noch zwei. Und das hat mir gezeigt, es gibt mehr von diesen Gräbern. Boudiccas Grab. Dann gibt es hier noch das Venutius Grab und hier das Cassivellaunus. Cassivellaunus Grab. Ja, und da konnte man halt irgendwelche Steine einsammeln. Da muss ich mal kurz im Inventar schauen. Das habe ich nämlich extra noch nicht mir angesehen. Gab auch einiges an Rüstung. Also die Hildiran werden wir im nächsten Part ansprechen. Wo war's? Hier. Aus Venutius Grab, Cassivellaunus Grab und Boudiccas Grab. Ja, Codex war auch noch was neu. Personen. Venutius.
Ja, genau, die haben ja dann mit mir gesprochen, dann die Geister von denen. So, und bei den Waffen, ob es da jetzt irgendwie... Hallo? Große Verbesserung gibt, weiß ich nicht, sieht man hier. Ich rüste es nur mal gerade noch auf, Vollständigkeit halber. Was mache ich mit allem? Ah, wenn wir das jetzt hier vergleichen, nicht der Rede wert. Boah, wobei. Geht ganz gut ab, ne? Aber es ist halt nichts Besonderes. Nur nice to have. Und sieht halt vielleicht cool aus. Ja, es kommt nicht ran. Keineswegs. So, na gut, dann hätten wir das. Wir schauen nochmal gerade hier drüber. Keine neuen Punkte. Fähigkeiten waren eh voll. So. Ja gut, mit der Hildiran spreche ich dann den nächsten Part, weil hier sind wir gerade durch. Ich hoffe, es euch hat es gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.